Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Elex. Wir stehen gerade hier und überlegen. Wir überlegen es uns ganz genau. Er denkt lange nach, unser Hauptcharakter. Denn er ist sich nicht sicher. Soll er zusammen mit unserem diebischen Diebesfreund zu Bombi-Stromschnellen gehen, wo wir einen seiner Steckbriefe finden? Ja, der Antwort ist ja. Dann zeig mir Bombi-Stromschnellen. Sehr gut. Ich wollte immer schon mal in Abessa nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Na dann. Die Gegend hier hat was. Aber für meinen Geschmack ist sie viel zu nah an der verdammten Stadt. Es soll Leute geben, die genau das mögen. Tja, Bombi steht auf jeden Fall auf den Mist hier. Ich wette, er ist in seiner Bruchbude da drüben. Mal sehen, was er zu sagen hat. Okay. Okay, ich pflück mal ein paar von Bombis Blumen. Kann ich auch Kürbisse pflücken? Nein, das geht zu weit. Okay, ich verstehe. Kürbisse klauen wir nicht. Bruchbude. Ach, da ist eine Bruchbude. Lässig. Wie im Bilderbuch. Hey, ich glaube, hier waren wir schon mal. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, Bombi lebt nicht mehr. Ah, okay. Ich nehm alles zurück. Man munkelt, du hättest einen Steckbrief von Ray. Na und? Was heißt das jetzt? Ach, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Ray, du alter Drecksack. Hätte nicht gedacht, dass du noch lebst. Ich wundere mich selbst immer wieder. Tja, ihr Schmusepüppis, dann haben wir jetzt aber ganz schön was am Hals. Ich will die Kohle für den Steckbrief kassieren und ihr wollt vermutlich Rays Haut retten. Also, wie machen wir es jetzt? Ihr habt die Wahl. Also, abkaufen tun wir echt nichts. Ich will Geld verdienen und nicht dauernd ausgeben müssen. Ich spar grad. Gib mir Rays Steckbrief und ich lass dich am Leben. Das ist ja endlich mal ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann. Dich zerquetsch ich! Oh, aua. Ist aber auch gemein, oder? Zu zweit gegen den. Dein Kumpel Bombi war eine harte Nuss. Gelogen. Schön, dass du ihn mal kennengelernt hast. Aber noch schöner, dass er jetzt keinen meiner Steckbriefe mehr hat. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Was ist mit deinem alten Boss? Hast du eine Ahnung, wo sich Jackson herumtreibt? Er ist ein Hauptmann von einer großen Truppe Banditen. Sie morden und brandschatzen, was das Zeug hält. Du musst es ja wissen. Ja, aber er wechselt immer seinen Standort und ist dadurch schwer zu fassen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er sich im Osten von Abessa in der Nähe des Staudamms versteckt halten soll. Da ist nicht mehr viel zu holen. Ja, aber vielleicht ein schöner Steckbrief mit meinem Namen drauf. Es wird Zeit, Jackson einen Besuch abzustatten. Ja, ich weiß nicht. Wenn Jackson uns erst einmal in die Finger kriegt, dann... Stell dich nicht so an, du musst ja nicht alleine zu ihm gehen. Ah, in Ordnung. Aber stell dich auf eine fette Schlacht ein. Der Kerl ist echt gefährlich. Ist schon gut. Jetzt, wenn wir schon dabei sind, oder? Gehen wir auf Steckbriefsammlungsaktion. Jackson werden wir auch noch kaputt hauen. Da ist er tatsächlich. Ich habe echt keine Ahnung, warum ich mich auf die Scheiße hier einlasse. Du kannst ja hier bleiben. Ich werde mit Jackson reden. Andererseits, eigentlich würde ich lieber seine blöde Visage sehen, wenn er mich sieht. Jacksons Rattenloch ist direkt vor uns. Lass uns hingehen. Kurz speichern, vorsichtshalber, falls der wirklich so gefährlich ist, wie er sagt. Aber wenn der ähnlich gefährlich ist wie Bombay, dann wird das ein Spaziergang. Ah, da hinten sehen Sie schon. Da bleibt mir gleich die Stimme weg. Hello, is it me you're looking for? Jacksons Halunken. Ah, ein neues Gesicht. Komm an unser Feuer für ein kleines Pläuschen. Ihr baut hier Rohstoffe ab. Im weitesten Sinne könnte man es so bezeichnen, mein Freund. Im weitesten Sinne. Du hast dir das sagen? Mein bescheidener Beitrag zu unseren Unternehmungen hier ist vielschichtig. Suchst du etwas Bestimmtes? Ha, was ist das denn? Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt? Junge, Junge, du hast ganz schön Mut, hier einfach so aufzukreuzen, obwohl du genau weißt, was jetzt passiert. Ich schätze, ich hatte Heimweh. Deine große Schnauze werde ich dir gleich stopfen, du Mistkerl! Moment, können wir nicht erst einmal...
Tja, mein Freund, ich fürchte, aus der Sache, in die dich Rayla reingeritten hat, kommst du jetzt nicht mehr raus. Okay. Den hau ich um. Bisschen wegfliegen. Bisschen Heilung reinschnupfeln. Ah, ich habe irgendwie einen Zustand. Ich blute. Ich blute. Wie elegant, oder? Dreimal einfach wie mit einem dicken Knüppel auf ihn raufgeschlagen. Gar keine Combo, einfach nur bam, bam, bam. Hat funktioniert. Hat er auch ordentlich Elix dabei, der Gute. Das ist schön. Und sein Lager räumen wir auch noch. Anleitung. Für was? Für Aufputschmittel. Ich verstehe es nicht. Da liegt eine Zange. Manchmal kann man Zangen mitnehmen, manchmal sind sie nur Dekoration. Dieses Spiel hat keine Regeln. Jackson hätte dich wohl zu gerne am Geigenbaumeln sehen. Hast du seinen Steckbrief? Sehr gut. Der Mistkerl hat mir echt große Bauchschmerzen bereitet. Das kann ich dir sagen. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Deinen alten Boss hätten wir damit abgehakt. Trotzdem wissen wir immer noch nicht, wer der eigentliche Drahtzieher hinter den Steckbriefen ist. Weißt du, wenn es Jackson nicht selbst war, dann habe ich so einen Verdacht. Ich muss dann nochmal etwas nachprüfen. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas Neues habe, okay? Okay. Alles noch dran? So gerade noch. Die Sache wird immer heißer. Bin mal gespannt, ob wir am Ende noch stehen. Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Sicher doch. Ich komm mit. Kleinen Moment. Wo waren wir denn? Ach so, gar nicht so weit weg. Es räuspert sich. Was? Ich kann das immer nicht lesen. Irgendwas mit im Lager und dann erwähnt oder erwartet oder so? Keine Ahnung. Will irgendwer was von mir? Ich sollte mal eine Runde drehen. Vielleicht kommt irgendwer auf mich zu, so wie jetzt die anderen gerade. Nein? Nein? Niemand? Na gut. Mitkommen. Alles klar. Ach Mann. Jetzt finde ich es echt fast schade, dass wir Duras getötet haben am Anfang. Ich meine, hat sich einfach so, ne, ist so passiert. Aber trotzdem schade. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Und ich zeig dir meine Ware. Drohnenkontrolle, die würde ich halt gern behalten. Machtstoß. Ich benutze das alles eigentlich selten, aber ist es echt gut. Ha, die Gerichte hier sind gar nicht wenig wert. Wenn man sich, glaube ich, als Koch beschäftigt, dann könnte man echt Geld verdienen. Apropos, ich gehe mal schnell zu den Werkbänken hoch. Waren die nicht hier? Mein Orientierungshimmel, immer da hinten. Wartet mal, was? Ah, Zetzerbrot, okay. Ich würde nämlich gern Elix-Tränke herstellen, weil wir haben ja ein bisschen reines Elix gefunden. Hey. Ach so, da brauche ich auch reines Elix. Nee, warum sollte ich denn Stimulantien? Und warum kann ich Stimulantien? Also, ich meine, es ist ja... Naja, okay. Ach so. Elix-Trank. Ich glaube schon. Ich will Elix-Tränke. Ich will keine kleinen, ich will große. Ja, die will ich anfertigen. Da machen wir erstmal so einen und dann noch so einen. Und fertig ist die Geschichte. Und jetzt brauchen wir noch Heiltränke. Elixier der Heilung, kleiner Heiltrank. Ich glaube, ein normaler Heiltrank sollte es schon sein. Wie viel können wir da machen? Nicht besonders viele. Schade. Können wir vielleicht große Heiltränke herstellen? Tatsächlich um einiges mehr, witzigerweise. Na, um einiges war übertrieben. 4. Aber nur weil der Wein fehlt. Hätte ich ganz viel Wein, könnten wir echt viel große Heiltränke herstellen. Aber Wein kostet Geld. Ich meine, außer man plündert ganz viel, aber naja. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Sicher doch. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir noch was verkaufen können.
Objektsicht. Benutze ich nie. Verkaufe ich. Katsching. Brause. Verkaufen. Eigentlich stimmt, ich könnte ein bisschen Nahrungsmittel verkaufen. Bier zum Beispiel. Trockenfleisch. Wasser brauche ich wahrscheinlich zum Kochen. Mächtiger Heiltrank, der ist ganz schön was wert, aber die kann ich halt auch echt brauchen, leider. Schade. Die Energiespeicher, die brauche ich nicht. Die kann ich ohne Probleme verkaufen. Sind auch ein bisschen was wert. Ich meine, ne, wenn ich mehr davon hätte, wäre es besser. Aber ein bisschen was. Kleinvieh macht auch Mist. Seelenkraut. Großes Heilkraut sollte ich behalten. Habe ich... Gibt's nichts Wolfskraut. Ich habe viel Wolfskraut. Hier. Gehört alles dir. Trollkraut kannst du auch haben. Wiesenkraut. Bitteschön. Die Dinger benutze ich auch niemals. Weg damit. Flügel. Ich verkaufe jetzt das ganze Monsterzeugs. Kriegt man doch alles wieder. Und für was brauche ich es überhaupt? Nicht schlecht. Alles raus. Ganz schön viel Zähne. Elektroschrott, Metallschrott, raus damit. Klebeband, Goldbrocken, alles weg. Ich crafte ja eh nichts damit. Was will ich damit? Presslufthammer brauche ich schon und das andere, die anderen Zeugs hier, die Bücher und so, die will ich nicht verkaufen. Weil, wenn wir irgendwann mal durch sind, will ich privat alles nochmal lesen und vielleicht Lore-Videos dazu machen. Haha, da hätte ich zumindest schon ein bisschen Bock drauf. Aber wir haben hier noch ein bisschen Gerümpel. Davon werden wir jetzt nicht reich, aber mal schauen. Okay. Anleitungen will ich auch nicht verkaufen, auch wenn die teilweise was wert wären, aber reich wird man auch nicht. Munition. Na, da juckt es mich schon ein bisschen in den Fingern bei so mancher Munitionsart. Aber, nee. Nee. Wir haben jetzt 12.000. Ich meine, hey, immerhin, gar nicht so schlecht. Das bedeutet nur noch 8.000, dann können wir uns zumindest mal die Rüstung leisten und die 5.000 für den Helm kriegen wir dann auch noch zusammen. Stimmt. Arx. Klingt irgendwie wie ein Pirat oder so. Mein Name ist Arx. Harx. Mächtiger Energiespeicher. Mächtiger Goldbrocken. Mächtige leere Truhe. Die gar nicht mal so mächtig ist. Habe ich hier gar nicht geplündert oder was ist hier los? Oder habe ich die nur übersehen? Leiter? Die Leiterkletteranimation ist einfach lustig. Das passt so gar nicht zu dem Charakter. Das ist so unenergisch und unschwungvoll. Das ist so ein, okay, ich kletter mal hoch. Zack, zack, aber Vorsicht, ein Bein nach dem anderen, oh, nicht zu schnell. Sonst rutschen wir ab und tun uns noch weh. Chop, chop, chop. So ungefähr wirkt das auf mich. Da stand gerade Mana. Wo? Wo ist Mana? Oder stand da Kaya? Nee, stimmt schon. Mana. Pures Mana. Na gut, das war's. Mit Plündern. Noch 7.000. Was machen wir denn jetzt Hübsches? Also nochmal, ich muss googeln, wirklich. Ich muss mal nachschauen. Ich muss meine Rache aufschieben, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich muss warten, ob ich wirklich den umbringen muss. Ob ich Konrad zwangsläufig töten muss. Ich finde das ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich finde es auch nicht gut. Ich habe auch keinen Bock drauf. Ich will es eigentlich nicht machen. Ah.
Berufsschläger. In der Kuppelstadt gibt es Streit zwischen Outlaws und Berserkern. Je nachdem, wen ich meine Unterstützung zukommen lasse, wird die eine oder andere Fraktion einen besseren Stand in der Kuppelstadt haben. Ich schätze, ich sollte den Berserkern helfen. Vivian braucht fähige Techniker. Sie hat 3 Leute, die sich für einen Job interessieren. Ah, an das kann ich mich erinnern. Der Raketenbohnen, Tavar und Ignadon. Ich schätze, in der Kuppelstadt gibt es noch was zu erledigen, oder? Keine Ahnung. Ich weiß gerade auch wirklich nicht so genau, was wir machen sollen. Machen wir das. Ich habe jetzt gerade echt so gut wie alles verkauft, von dem ich mich mit gutem Gewissen trennen kann. Sehr viel reicher werden wir jetzt einfach nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt einfach wieder questen. Was ist denn da? Cool. Ich würde sagen, wir ergreifen Partei für die Berserker. Auch wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, um was es geht und was überhaupt los ist. Jetzt bin ich gerade auf der Taste geblieben, mit der ich das Pitboy-Licht anmache. Soweit ist es jetzt schon. Das ist ein Outlaw. Page ist da, aha. Dann gehe ich mal ins andere Lager, zu den Berserkern da drüben irgendwo. Der Krieg muss einfach ein Ende finden. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Hilft nix. Hallo, Berserker? Ich weiß auch nicht. Wo sind sie denn? Da drin irgendwo. Wie komme ich denn da rein? Ich will damit nichts zu tun haben. Aber ich? What? Okay, komische Sachen passieren. Oh, guck mal, die haben ein kleines Bistro anscheinend in ihrem Besitz. Guten Tag, Berserker. Kerle wie du sind in Ordnung. Na schau, wenn der schon sagt, dass Kerle wie ich in Ordnung sind. Damit geht er mir seit Tagen auf den Sack. Das habe ich schon einmal gehört. Vergiss es. Interessanter Gedanke. Hey, komm mal her. Wir beide trinken jetzt einen zusammen. Was gibt es zu feiern? Den Sieg über die Alps. Oder hast du einen anderen Grund? Denn mir ist jeder Grund recht. Hauptsache, ich kann mir etwas in den Rachen schütten. Soll mir recht sein. Dann nimm einen Schluck. Hier, mein Freund, auf kommende Zeiten. Und jetzt erzähl mir von deinen glorreichen Taten. Oder hast du bisher nur deinen Arsch breit gesessen und andere für dich kämpfen lassen? Nein, ich habe Aufschneidern wie dir gezeigt, wo es lang geht. Die Eier muss einer erstmal haben, mir so gegenüberzutreten. Damit hast du dir etwas zum Nachspülen verdient. Hier! Warum bist du nicht in Edan bei den anderen Berserkern? Mit denen habe ich nichts mehr gemein. Früher oder später hätten sie mich eh ins Tal verbannt. Aber da bin ich ihnen zuvorgekommen. Hier bist du frei von lästigen Gesetzen und du wirst nicht zur Arbeit auf den Setzlingfeldern verdonnert, um Dampf abzulassen. Das kannst du hier viel einfacher haben. Dein Ruf eilt dir voraus. Jetzt sag bloß, dieser Jammerlappen Riley lag dir in den Ohren und hat sich das Maul über mich zerrissen. Es ist längst überfällig, dass ihm jemand einen Besuch abstattet. Dieser verlogene Kerl erzählt überall rum, ich hätte mich an einer dieser Ödlandhuren vergriffen. Was er aber verschweigt ist, dass sie sich von jedem hat besteigen lassen. Und als ich meinen Spaß mit ihr wollte, hat sich das Luder geweigert. Also habe ich ihr den hübschen Schädel zertrümmert. Dumm nur, dass sich die Sache rumgesprochen hat. Und die Wachen mich nicht aus den Augen lassen. Wenn aber ein Neuer einen Streit mit ihm anfängt, würde niemand mich im Verdacht haben und ich kriege, was ich will. Mach ihn also fertig und kassiere im Anschluss bei mir den Lohn dafür. Ah, ja, ich werde dir ganz bestimmt helfen. Du bist so ein sympathischer Kerl. Vergewaltiger stehen bei mir immer ganz hoch im Kurs, ne? Dir mangelt es an Respekt. Und dir mangelt es an Verstand. Also verpiss dich aus meiner Sichtlinie oder ich schlage dich zu Brei. Ich bitte darum, tu dir keinen Zwang an. Ich bezweifle, dass du dazu in der Lage bist. Deine Hure von einer Mutter wird gleich einen Grund zum Trauern haben. Komm her! Okay, sorry. Das ist ein bisschen eskaliert hier. Ach was? Das wollte ich nicht. Nein, Barkeeper. Ich habe doch nur mehr Reichweite, als gut für mich ist. Bitte.
Verzeiht mir. Ich hab nur... Der hat bekommen, was er verdient hat. Hilfe, Wachen! Wachen, helft mir! Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder der Böse, oder? Schauen wir mal, ob er uns schon verziehen hat. Hey, ich habe ihn ein bisschen in Brand gesetzt, aber nur ganz leicht. Wenn ihm das gleich irgendwie wehtut, so ein bisschen Feuer. Also bitte. Ein Fünkchen von meinem Schwert hat ihn vielleicht ein bisschen benetzt. Vielleicht ein Armhärchen von ihm verbrannt oder so. Den Arsch aufgerissen. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nicht schon wieder. Die Penner können sich aus der Pissrinne bedienen, also spar dir die... Schon gut. Du bist der Stärkere. Ich hoffe, damit ist die Angelegenheit aus der Welt. Also lass mich in Ruhe. Du hältst ab jetzt besser die Füße still. Ich hab's ja begriffen. Was kümmert es dich überhaupt, wen ich bediene? Ich meckere ja auch nicht, wenn ich dich bewirte. Du sympathisierst mit ihnen? So. Ich sympathisiere mit niemandem. Ich mache einfach nur meinen Job. Du überlegst es dir besser noch einmal. Sonst was? Ein falsches Wort. So wird das nicht. Die Kleriker schmeißen dich aus der Stadt. Also gib Ruhe. Die Sache ist noch nicht vom Tisch. Ich komm wieder. Dann mach das. Und bring zur Abwechslung Splitter mit. Ich bin es leid, ständig anschreiben zu lassen. Hey, du wirst ja als Verbrecher gesucht. Genau, schnapp den euch. Melde dich umgehend bei Alois. Was ich? Wenn du nicht noch mehr Ärger willst. Damit geht ihr mir seit Tagen auf den Sack. Zahl deine Strafe. Oh, so wird das oder nicht. Zwischen uns ist alles gesagt. Ja, dann gehe ich halt zu Alois. Oh Mann, ey. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich hier wieder zahlen muss. Nein, ich zahle jetzt nix. Der Alois kann mich mal. Wegen Brabak. Mit dem bin ich schon fertig geworden. Ja, du vielleicht. Ich aber nicht. Solange ihn niemand davon überzeugt, mich in Ruhe zu lassen, geht mir der Arsch auf Grundeis. Wenn du ihn also dazu bewegen kannst, nur zu. Ach so, ja gut, okay. Ich konnte mich da nicht mehr erinnern. Anscheinend bedroht er irgendwie den Outlaw hier. Aber ich meine, der Kerl ist ein ziemlicher Arsch, so wie ich den kennengelernt habe. Das heißt, und wir haben ihn selbigen aufgerissen. Ich werde jetzt nochmal zu ihm hingehen. Ne, das sind immer die. Macht einen auf dicke Hose, aber sobald einer kommt, der stärker ist, sagt er so, ja, nee, okay, ist ja schon gut. Ich hab's doch nicht so gemeint. Und jetzt ist er auf einmal handzahm. Hallo? Ab sofort lässt du die Finger von den Outlaws. Und wenn nicht? Dann suchst du dir besser einen Leibwächter, der mehr drauf hat als du. Den Ärger spare ich mir. Du kriegst deinen Willen. Kluge Entscheidung. Dramatisches Fensterlicht hat meinen Punkt nochmal verstärkt. Was denn? Mach halt was dagegen. Warst doch gerade noch so stark und dachtest, du kannst rumpöbeln. Okay. Jetzt halt mich doch davon ab, dass ich alles klau. Ach, schön, oder? Wenn man so Sozialdarwinisten-Idioten auf einmal mit ihrer eigenen Weltsicht kommt und was sagt, naja, ist doch deine... Du hast doch gerade noch gesagt, dass den Starken die Welt gehört. Jetzt bin ich halt zufällig stärker als du. Pech gehabt. Jetzt gehört mir alles, was vorher dir gehabt hat. Und auf einmal sind die gar nicht mehr so überzeugt von ihrer eigenen Weltanschauung. Weißt du was? Den Besen nehme ich auch noch mit. So. Nur, dass das klar ist. Ach ja. Jetzt müssten wir irgendeine Strafe zahlen, damit wir hier wieder handeln können. Aber ich will jetzt keine Strafe zahlen. Naja, die Quest haben wir jetzt nochmal erledigt. Wegen Brabak. Er wird dich in Ruhe lassen. Ich hoffe, du hast ihm nicht nur ins Gewissen geredet. Etwas deutlicher musste ich schon werden. Das wollte ich hören. Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Hier, das ist für dich. Wer sich für mich einsetzt, den kann ich ja nicht mit leeren Taschen ziehen lassen. 80 Splitter. Lass uns handeln. Alles klar. So viel ist eben also seine Sicherheit wert. Das ist nicht besonders viel.
Ich bin enttäuscht. So 200 hätten schon sein dürfen, ne? Ich erwarte ja wirklich nicht die Welt, aber so 1-200. Naja. Hallo, Wachen. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Ich finde auch. Hey, Wachen, kann man so stehen lassen. Ist eine akzeptable Begrüßung. Nicht die höflichste Form, aber absolut in Ordnung. So, Leute. Jetzt ist aber höchste Zeit, höchste Eisenbahn, höchster Schlusstermin. Ich nehme noch die Brause aus dem Mülleimer und das Flugblatt und dann ist für heute Schluss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Unsere Strafe zahlen wir jetzt hier erstmal nicht. Wir gehen irgendwo anders hin und machen irgendwo anders Sachen, denn ich will... Wer bist du denn gleich nochmal? Mit dem reden wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal. Danke fürs Zusehen und bis dann. Macht's gut. Ciao.